Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir haben hier in der letzten Folge die Schreiberin der Gilde gerettet und die Halskette der Königin, die hier zurückgelassen wurde. All das haben wir schon erledigt. Und jetzt wollen wir uns Richtung Instanz machen. Dort soll nämlich der Nekromant hingeflohen sein. Hier oben ist die und da gibt es auch einen Triporter, den wir dann nochmal aktivieren können. So, was hat Tar denn hier zu erzählen? Sigmund ist in Elveria. Oh nein, ich glaube, ich weiß, worauf er es abgesehen hat. Das alte Elveria wurde errichtet, um die Energiebarriere um Wörn zu bilden. Wenn es Sigmund auf die Macht des magischen Kerns in Elveria abgesehen hat, bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Lass mich nur schnell nach den Überlebenden sehen, dann schließe ich zu dir auf. In der Nähe von Elveria gibt es einen Triporter, wir treffen uns dort. Ja, das haben wir gerade schon gesehen auf der Karte. So, und wir bekommen hier die ganze Zeit diese Kristalle. Habt ihr geglaubt, ihr könntet Wern retten? Es ist zu spät. Ja. Er wird fallen. So, den sollten wir töten und da oben ist nochmal ein Bereich, den wir auch nochmal absuchen müssen. Da wollen wir auch nochmal schnell hin. Mit einer zeitlich begrenzten Quest wieder, aber in der Regel ist das alles machbar. So, hier musst du erstmal wieder spawnen. Das ist natürlich das Blöde hier mit den ganzen Bots, dass man da immer ein bisschen warten muss. Das war der Kollege. Und da haben wir nochmal einen dritten Spot sogar, zu dem wir müssen. So, erstmal aktivieren wir den Triporter hier. Und dann können wir direkt weiter. Nordwörn, 30% abgeschlossen hier vom Abenteuerfolianten. Da gucken wir gleich, was wir für eine Belohnung bekommen haben. Oh, das ist auch sehr groß hier. Gucken. Ja. Kriegen wir einen Eintrag auf jeden Fall. So, bevor jetzt die Bots hier wieder rangehen, laufe ich hier schon mal her. Gerade keiner da. Da ist er. So, wir zischen mal ab. Die Lage ist weit ernster, als ich dachte. Sigmund ist bereits auf dem Weg nach Elveria. Ich okay, wollte auf dich warten, aber musste Sigmund folgen. Bitte kümmere dich um die Nekromanten hier. Vielleicht haben sie Hinweise. Ich wollte gerade schon sagen, der ist bestimmt vorgegangen. Und ja, das ist er tatsächlich. Dem werden wir dann erst in der Instanz wieder begegnen, gehe ich von aus. So, Sigmunds rechte Hand hier, besiege Veloran oder Veloran, wie auch immer. So, warten wir mal kurz, bis er kommt. Kommen auf jeden Fall schon mal einige von denen hier, Nekromanten. Kommanden.
gerade die Spawnrate von dem Boss ist jetzt so niedrig. So. Hat reagiert. Die Antwort liegt in den Ruinen des alten Elveria. Der magische Kern, der Wärm beschützt, befindet sich dort. Okay, wir sprechen mit Char. Sigmund muss hinter Elverias magischem Kern her sein. Eingeweide die undurchdringliche Mauer von Wärm ziehen. Die Magiemauer von Erlin ist bald Geschichte. Wenn er so viel Macht in die Finger bekommt, wird sich etwas Schlimmeres als Krieg zutragen. Wir haben keine Zeit mehr. Gehen wir nach Elveria, wir müssen Sigmund aufhalten. Okay, dann mal los. Ja, wir machen Schwierigkeitsgrad schwer. Beziehungsweise schwierig. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Das ist heiliger Boden! Du Bastard! War das alles? Ich spüre keine einzige Präsenz. Dieses abgelegene Ödland ist das perfekte Versteck für den magischen Kern. Okay, ja, großer Bereich, wie man hier sieht. Müssen wir auch erstmal wieder bis zum Ende kommen. Einmal die Balance halten. Wir haben noch den Abenteurer-Folianten. Ein grauer Streifenraptor kriegen wir hier als neues Mount. So, wurde unserem Reittier-Inventar hinzugefügt. Zeit ist momentan die wertvollste Ressource. Lass uns schnell reingehen. Ja, dann mal los. Hier hauen wir noch schnell die Kristalle kurz und klein. So, zerstöre den Kristall, der den Pfad blockiert. Hier ist doch eine Sackgasse, was sollen wir hier? Finde den Weg in die Ruinen. Okay. Okay, ein kleiner Bossfight. Nein! Oder auch nicht. Okay. Hier geht's weiter. Tja, so gelangt man auch hinein. Recht hast du, Tar. Recht hast du. Achso, das sollen wir kaputt hauen hier. Okay, ich dachte, wir sollen halt nur uns hinter dem verstecken. Ich mach das. Geh weiter. Erinnert mich so ein bisschen an Du kannst nicht vorbei aus Herr der Ringe mit dem Balrog. Was wollt ihr denn, ihr Hunde?
Hört das auch auf jetzt hier? Ja. Sehr gut. So, gehe über den Gabelweg zurück. Okay, dann hier vorne rechts. Meister des Abgrunds, der unendlichen Angst und Finsternis. Ja, mein Magen, es tut so weh. So, alle erledigt. Zerstöre das Gefängnis und rette die Überlebenden. Ja, hier werden wohl so ein paar festgehalten. So, war es das? Ja, hier war es das. Und da vorne gibt es noch einen Gefängnisraum. Sieht zumindest so aus. Hier versperren uns Trümmer den Weg. Die müssen wir natürlich auch aus dem Weg räumen. So, und da sind wir auch schon. Hier gibt es eine kleine Patrouille. Die ziehen wir mal mit hier rein. Sollen wir machen? Finde im Leichnam eine brauchbare Notiz. Blutbefleckte Anordnung. Endlich ist der Tag gekommen, meine treuen Diener. Kommt ins Ritualzimmer. Die Energie in diesem pompösen Ruin sollte ausreichen, um Garums wahre Macht zu wecken. Ich werde den magischen Kern einstellen. Du wirst meine Schöpfung zu Ende bringen, Garum. Ich werde jenen, die sich gegen die Rettung mit Blut und Chaos wehren, den Preis für ihre Torheit aufzeigen. Sigmund. So, wir haben uns verkleidet. Mal wieder als Kultist. So, und hier können wir mit Q imitieren. Das sollten wir uns schon mal merken. Okay, hier irgendwo wird immer noch gekämpft, scheinbar. Ich höre zumindest Kampfgeräusche. So, lass uns durch. Fliege in die Dunkelheit, Garum! Ja, wir wollen das Ritual natürlich unterbrechen, Leute. Da können wir natürlich keine Gnade. Gehen hier zwar guten Schaden rein, aber noch können wir damit um. Wer weiß, wie lange noch. Okay, jetzt bin ich gerade gestunt. Ja, war doch ein ziemlich harter Kampf, aber wir haben es überlebt, Leute. Wir hätten uns natürlich auch vorbeischleichen können, aber das wäre nicht so spaßig gewesen. So, was haben wir hier? Ein Rüstungsteil eines Ritters, ein dickes Pergament und hier verspottende Vogelscheuche. Die können wir zum Beispiel aufstellen und die spottet dann für uns die Gegner. So, nebenbei müssen wir jetzt immer mal ein paar Heiltränke trinken. Nützt nichts. Was haben wir denn hier oben noch? Achso, Anmeldebelohnung. Sehr cool. Können wir auch direkt mal mitnehmen. Was haben wir denn hier? Spezielle Farbtruhe und Würfelzugangsticket. Ja, bewahren wir erstmal auf, Leute. Thank you.
So, finde das Fortbewegungsmittel. Ja, hier vorne scheint wieder so eine Art Transporter zu sein. Ah ja, hier. So, begib dich zum magischen Kern. Ja, wir warten mal hier. Und da sind wir auch schon fast am Ende der Instanz angelangt. Ich würde noch mal gerne ein paar Heiltränke trinken, dass wir hier auf Maximum zumindest kommen. Wer weiß, was hier für einen Schaden auf uns zukommt. Du bist nicht da. Ich habe dich noch nie gesehen. Aber das ist egal. Niemand in Arkesia kann mein Meisterwerk des Chaos aufhalten. Das wollen wir mal sehen. Was ist los? So, das war schon mal die Angriffswelle. Wir warten mal kurz auf den nächsten Heiltrank. So. Okay. Dann mal los. Auf zu Siegmund. Genug. Dachtest du, du kannst mich aufhalten? Das alles? Ja. Da kommt Tar zur Hilfe. Du bist noch am Leben. Garum, beseitige dieses Ungeziefer. Ja, dann kümmern wir uns mal um Garum. Diese Bestie. Ja, lass uns mitmischen. Ja, das war aber ein kurzes Vergnügen hier, lieber Tar. Ja, super verfehlt. Gerade den Burst-Modus hier aktiviert, dann geht das auch noch ins Leere. Genauso wie der. Den können wir aber anbringen hier, den Schaden. Sehr schön. Den will ich auf jeden Fall nochmal landen. Eine unserer stärksten Fähigkeiten hier auf R. So, das war's mit Garum, liebe Leute. Ja, der Kampf war jetzt nicht so spannend. Müssen wir noch gegen ihn hier kämpfen? Nutzloser Schwachkopf. Sieht ganz so aus, als müsste ich alles selbst machen. Richtig. Betrachte nun die überirdische Macht des Chaos. Na super. Ein bisschen Schaden gefressen. Was macht er da? Okay, er holt ein paar Kompagnons hier zur Hilfe. Ja.
So, jetzt ist er gerade betäubt. Das ist unsere Chance, das jetzt hier zu beenden. Was gibt es da zu lachen, Sigmund? Du bist gescheitert. Ja, meine Pläne magst du wieder durchkreuzt haben. Doch diesmal habe ich bereits beendet, wofür ich kam. Nein! Der Kern ist instabil! Das Chaos ist unvermeidlich. Nimm es an. Sein großer Plan hat bereits begonnen. Wenn der magische Kern explodiert, wird er Wern zerstören. Ja, und nun? Wir können nichts tun. Es ist zu spät. Geht es dir gut? Kannst du mich hören? Der magische Kern. Er wurde entschärft. Ich werde auf deine Antwort warten. Okay. So, das haben wir auch abgeschlossen und wir haben einiges an Belohnungen bekommen. Können aber leider nur eins davon verwenden. Alles andere ist schlechter als unsere jetzige Ausrüstung. So, wir zerlegen das Ganze hier. So, und ja, genau. Ratgeber, schön, dass er uns immer noch mal wieder vorschlägt, was wir hier zu machen haben. Das Lied der Flucht spielen. Und ja, das war der Endkampf hier gegen den Nekromanten Sigmund. Ja, haben wir ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. So, lass uns mal schauen, wo wir hin müssen. Okay, also zurück nach Ranyarode. Gut, Leute, dann würde ich die Folge an dieser Stelle beenden und würde mich freuen, wenn ihr natürlich wieder einschaltet und gemeinsam mit mir erlebt, wie es weitergeht. Lasst auch gerne mal ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Leute.